Ja, liebe Leute, weiter geht's heute mit Need for Speed Unbound. Und weiter geht's. So, wir haben einen Treffpunkt, wo wir hin müssen. So müssen wir Taxi fahren momentan, weil wir haben keine Autos mehr. Die sind ja, wie ihr mitbekommen habt, alle in der letzten Folge gestohlen worden. Okay, bin mal gespannt, wie es aussieht, wie es weitergeht. Wir haben keine Kohle, wir haben kein Auto, kein Fahndungslevel, kein gar nichts momentan. Es sieht momentan ein bisschen aus. Oha! Upsala! Den habe ich nicht gesehen, den Wagen. Den habe ich jetzt gerade herzlich nicht gesehen. Okay, den hat's mal kurz zerlegt, die Kollege. Aber hier ist mehr Leben auf der Straße als beim Fernbus-Simulator, muss ich zugeben. Doch, da sind wir. Ja, ich so, yo, Bro. Und dann pass auf, er so... Das wissen nur echte Bros. Und weißt du, was ich gesagt habe? Bro. Ja, hi. Tess? Ja, was geht? Ich habe es etwas eilig, also könntest du... Alles klar. Hast du ein Haustier? Ein Chinchilla oder sowas in der Art? Nö. Warum? Wirklich? Nur so. Ich mach mal das Fenster auf. Also, wo soll's hingehen? Ein leerer Parkplatz unweit der Unterführung. Kennst du den? Da fanden früher mal Straßenrennen statt. Ah, du kennst dich aus? Sozusagen. Naja, die Polizei ist da jetzt jedenfalls ziemlich aktiv. Soweit ich weiß, rafft sich die Szene wieder zusammen. Wirklich? Kannst du mir glauben? Ich weiß Bescheid. Ach so? Du bist also in der Rennszene, hast aber kein Auto? Checker werden gefahren. Und ich bin echt gerne pünktlich. Fährt das Ding auch schneller? Fünf Sterne, tolles Gespräch. Bleibt doch noch, könnte sich für dich lohnen. Ja klar, danke für den Tipp. So, da sind wir. Das ist wieder die Corvette. Wenn es nur eine Corvette ist. Gab aber ja. Viele Racer habe ich ja echt schon lange nicht mehr gesehen. Was machen die alle hier? Die Liebe zum Rennen. Die wollen sich hinter dem Steuer ausdrücken. Und das Geld. Ja, es geht auch ums Geld. Ich merke, wie ich das vermisst habe. Verstehe schon, warum. Ich höre mich mal um, was so geht. Bis dann, Speedy. Ach, guck mal, was da ist. Das ist mein Auto. Yes?
Okay, okay. Achtung, los geht's. Euch hier zu sehen macht mich stolz. Wie lange ist das bitte her, mal ehrlich? Bürgermeisterin zickt rum und wir ziehen den Schwanz ein? Ich dachte, das wäre Lakeshore. Ich dachte, das wäre eine echte Rennszene. Flext wieder mit euren getunten Karren und Muscle Cars. Mein Mann. Was braucht es, um uns zu erinnern, warum wir hier sind? Cash. Sag ich doch. Drei Qualifikationen. Hohes Risiko. Wenn wir die Bullen treffen, zeigen wir, was wir drauf haben. Ihr schafft es. Dann sehe ich euch im Finale. Dem Lakeshore Grand. Du willst gewinnen? Dann solltest du besser der Beste sein. Sieben Tage noch bis zur ersten Quali. Zeigt, was ihr könnt. Yes! Hey, Speedy. Noch scharfer 5 Sterne? Zeig mir, was du drauf hast. 5 Sterne? Geht klar. Okay, scheinbar steckt die Olle da mit drin irgendwo. Bring uns hier besser weg. Ich hab noch unbezahlte Strafzettel. Ah, ich wurde abgerannt. Du kannst dir ruhig etwas härter ran. Geben die aber schnell auf. Schatz am Rande. Ich will das Ziel finden und nach Hause. Ein Kind hat Geburtstag. Kam mir so vor, als wärt du und Madame Monolog euch nicht grün. Sie fährt mein Auto. Komisch. Sah für mich so aus. Als wäre es ihr Auto. Sie war sogar so dreist, das Nummernschild dran zu lassen. Wenn Rydell das erfährt. Wer? Ihm gehört die Werkstatt. Ist diese Werkstatt in der Nähe? Ich glaube, wir sollten jetzt von der Straße runter. Okay. Also sag mal, war sie schon immer so? Wie denn? Ja, so bemüht? So war ich es früher nicht. Ist aber eine Weile her. So, dann fahren wir mal zu der Werkstatt. Hier hat Jess also angefangen, was? Hey, raus aus meinem Laden! Ganz ruhig. Wow, wow! Kiddo, du hast den Alarm ausgelöst. Hey, nicht anfassen! Sorry, das ist Hess. Hätte dir fast den Kopf abgerissen. Auch schön, dich kennenzulernen. Rydell, ich hab Jess gesehen. Sie war gerade bei diesem Treffen. Du verarschst mich. Sie hatte das Auto noch. Und ist immer noch Teil der Crew, die uns überfallen hat. Die haben eine krasse Strecke aufgebaut, namens Lakeshore Grand. Kitschig. Mit unserem Auto. Ich muss sie schlagen. Ich brauche die Werkstatt und deine Hilfe. Ganz langsam. Sagen wir, du machst das, okay? Mit Jasmine anlegen und sie schlagen in einem Straßenrennen. Was dann? Was dann? Darum ging es bei dieser Werkstatt doch. Jetzt sieh dich mal um. Uns geht's gut. Ist das deins? Du sollst doch nichts anfassen. Mr. Wrights von Rydell's Wrights. Ganz ehrlich, ich liebe diesen Namen. Real Talk. Ich war bei dem Treffen heute auf der Suche nach einem Racer. Dann kam Cops und ich... Die Cops? Oh ja. Und Speedy hier hat sie locker flockig abgeschüttelt. Also, ich denke, Speedy hat vom Besten gelernt. Passt auf. Ich hab, was ihr braucht. Cash. Und ihr habt, was ich brauche. Einen Grund zu gewinnen. Wie wär's, wenn ich in die Bude investiere?
Eure Agentin wäre. Ein paar Türen öffne. Komm schon, Rydell. Ich kann gewinnen. Bauen wir das hier wieder auf, ja? Bin dabei. Ja! Aber versprich mir was. Ganz egal, was Jasmine tut. Wir machen das bitte ordentlich. Deal? Deal. Also, Ryder, hast du ein paar Karren auf Lager? Willkommen bei Rydell's Rides. So, das ist der Autohändler. Jetzt dürfen wir uns tatsächlich eigene Fahrzeuge auswählen. Wir haben 37.750 zur Verfügung. Ja, kommen wir dem Test, Geld von Tesla einen neuen Wagen, bevor du dich auf den Weg machst. Was haben wir denn zur Auswahl? Wir haben einen Beetle. Okay, ich gucke mal so ein bisschen durch, was wir so haben. Gut, ich könnte mir hier auch einen Ford Crown Victoria kaufen. Ich muss mit Eclipse, Mitsubishi Eclipse. Gut, die können wir, das wäre das Maximum, was wir noch leisten können. Dann haben wir hier Mazda RX5. Vollkommen Victoria, Polizei, Honda Civic Typ. Ja, schade, dass es nur der kleine ist. Der Hatchback, nicht der, die Limousine. Hatte ich tatsächlich mal das Fahrzeug. Allerdings nicht aus dem Jahr 2000, sondern aus dem Jahr 95. Quasi das Nachfolgefahrzeug aus den, die Schwarzen aus, Fast and Furious. So. Pontiac Firebird. Ford Mustang, ich will eigentlich ungern einen Muscle Car fahren. Subaru BRZ. Klammer nämlich nicht. Was haben wir denn überhaupt noch weiteres zur Auswahl? Nissan Z Prototype. Subaru BRZ Premium. Nissan Silvia. Chevrolet Bel Air. Land Rover Range Spot. Mini. Countryman. Okay, auch nicht schlecht. Mazda X7. Ja, wir müssen halt der Ferrari 488, Bugatti Grand National, Porsche 911, Lamborghini Countach, das Nachfolgemodell 2021, Mercedes-AMG S-Coupé, Mercedes-Benz 190e, das ist das, das Coverfahrzeug. Lamborghini Aventador und S-Martin Vulcan. So. Achso, hier kann ich durchwählen. Hersteller, Ford. Ah, ich will aber. Was nehmen wir denn? Nehmen wir den Dings hier? Ich überlege gerade. Oder nehmen wir den? Ich bin überlegen zwischen dem Eclipse und dem BRZ. 2,9. Die Fahrzeuge sind gleich stark. 20%. Ah, ich überlege gerade. Ich bin am Überlegen. Das ist immer so ein bisschen das Schwerste, was wir machen. Die schwerste Entscheidung. Das ist so ein bisschen die schwerste Entscheidung. Die Linke ist schon sehr lange nicht mehr gefahren, deswegen werden wir den auch nehmen. Hier kann man nämlich jetzt auch Leistung einbauen. So wie das hier aussieht, warst du selbst mal Fahrer. Na sicher doch. Mann, das waren damals echt verrückte Zeiten. Ja, jetzt können wir hier auch mehrere Fahrzeuge vorstellen. Ich war damals der König der Straßen. Und als König warst du in der Kutsche. So, Style, Lackierung vor dir. Ihr wisst schon, was ich nehme. Es gibt nur eine Lackierung, die auf deinem Auto passen würde. Sorg du mal lieber dafür, dass wir genug Kohle bekommen.
Dauert jetzt einen kleinen Moment, bis die. Hier ist sie. Aber das ist nicht die Originallackierung, oder? Ich glaube, das ist die. Original. Nee. Die ist es. Nehmen wir die auf jeden Fall. Ja, dann nehmen wir die drauf. So, Karosserie, Bodykits können wir noch keine erstellen, natürlich nicht. Dazu brauchen wir erstmal Geld. Aber ich werde mal Karosserieteile bearbeiten. So, Felgen brauchen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich werde erstmal noch einen Spoiler drauf tun. Vielleicht haben wir ein bisschen Geld dafür. So. Ich vermute jetzt der hier, würde ich sagen, fast. Ja. Gut, nehmen wir die. Oder den, wie auch immer. Gut. Und. Warte mal, habe ich noch meine Wagen? Habe ich noch mehrere Autos? Und so viel? Nee, ich habe nur den Eclipse, okay. So, spielen. Ach, wir haben. Okay, Belohnung und Defender. Benötigt. Jeden Samstagabend gibt es ein Rennen. Okay, wir haben ein bisschen. Irgendwas, ne, nächste Sitzung starten. Gut, das machen wir dann in der nächsten Episode. Und da freue ich mich wieder, wenn ihr wieder einschalten würdet hier bei Let's Play Need for Speed Unbound. Oder gucken wir mal, was als nächstes passiert. Bis dann, tschüss.